Hi Leute, das ist Sanu hier. Für mich mit das Beste diese Season ist das neue Talent Dreist. Mit Perfekt Dreist bekommt die Super 90 wie festgeklebt die perfekte Variante von diesem Talent und das macht richtig Bock. Generell Pumpen zu spielen, Schrot finden, macht generell schon Lust und ich habe euch zwei Builds hier gebastelt, die richtig nice sind und die besonders mit der Pumpe richtig steil gehen. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Thank you.
So, das Bild Nummer 1, was ihr gesehen habt, das war die Heartbreaker-Variante. Und die haben wir hier. Da habe ich, das, ganz klassisch, ne? Das Schöne an der Super 90, beziehungsweise an der wie festgeklebt der neuen Super 90-Pumpe mit dem neuen Talent Dreist in der perfekten Variante hier, ist halt ganz geil, weil durch die Techniker-Spezialisierung können wir hier den Impuls-Laserpointer drauf machen und haben halt dadurch, sobald wir einen Gegner anvisieren, ihn direkt markiert. Bedeutet, dass wir Heartbreaker direkt triggern können. Für alle, die Heartbreaker-Set nicht kennen, das ist ein sehr, sehr geiles Set, ein sehr flexibles Set, was euch Bonusrüstung gibt und guten Damage gibt. Ziemlich cooles Set. Und das Ganze hat bei zwei Teilen Sturmgewehr und LMG-Schaden, die uns natürlich hier jetzt nicht so helfen. Aber drei Teile bringen uns 15% Waffenhandling, was eh super ist. Und der Vierteile-Bonus ist das, auf das es ankommt. Das ist Herzstopper. Kopfschüsse lösen für 5 Sekunden eine Markierung aus. Das heißt, man bräuchte diesen Laserpointer nicht. Ein Kopfschuss wird reichen, aber ihr wisst, wie das ist. Ne? Je nachdem, in der Hitze des Gefechts da den Kopf manchmal zu treffen, ist recht schwierig. Deswegen haben wir auch da, wie gesagt, diesen Laserpointer drin. Waffentreffer auf markierte Gegner gewähren einen neuen Stapel von plus 1% Bonusrüstung und 5 Sekunden lang plus 1% Schaden bei markierten Gegnern. Der Effekt kann maximal 50 Mal gestapelt werden. Jede Sekunde gehen dabei 2 Stapel verloren. Gut, auch an der Super 90 ist an der Pumpe durch die ganzen Pellets. Habt ihr so schnell den Buff oben, das ist echt nice. Aber das seht ihr gleich unten nochmal. Der Rest ist, dadurch, dass wir Bonusrüstung aufbauen, ist es natürlich absolut nicht verkehrt, wenn ihr die meisten Teile auch ein bisschen mit Rüstung bestückt. Und dann bekommt ihr einfach mehr Bonusrüstung und habt noch ein bisschen mehr Survivability. Ist definitiv eine coole Sache. Die einzelnen Teile zeige ich euch gleich nochmal von den Attributen her. Was wir sonst mit haben, ist die Coyote-Maske. Ihr könnt natürlich auch irgendeine andere Maske nehmen, worauf ihr Bock habt. Ich habe sie mit reingenommen, weil sie geil fürs Team ist. Die bietet halt entweder Chance oder Schaden, je nachdem, wie weit der Gegner entfernt ist. Dadurch, dass ihr nah am Gegner dran seid, profitiert ihr eigentlich immer von 25% Schaden durch kritische Treffer. Was ganz gut ist, deswegen haben wir halt bei den Werten geschaut, dass wir ungefähr über 50% kritische Treffer Chance kommen und oder genau 50%. Ich glaube, in dem Bild sind es genau 50%. Das ist ganz geil. Wie gesagt, könnt ihr auch eine andere Maske nehmen, müsst ihr nicht. Die Brust und mit dem Angelpunkt, dadurch, dass wir ohne die Heartbreaker Brust spielen, haben wir hier die benannte Usinagetica, das letzte Wort. Die kommt mit dem Talent Perfekter Entdecker. 5% Rüstung gesamt, sind voll okay, passen super rein ins Heartbreaker-Bild. Und hier halt der perfekte Entdecker erhöht den gesamten Waffenschaden und Fähigkeitsschaden um 20% bei von einem Impuls markierten Gegner. Ihr seht hier, die Synergie ist halt ganz geil. Beim Heartbreaker werden Gegner markiert von dem Impuls. Dass diesen Impuls, diese Markierung braucht ihr, um perfekter Entdecker zu triggern. Heißt, ne, ihr habt hier richtig guten Damage, eine schöne Survivability. Und ja, wenn ihr dieses... Ihr könnt es auch craften, solltet ihr die Blaupause noch nicht haben. Die könnt ihr normal bekommen. Die gab es genau für das letzte Wort, meine ich sogar. Die gibt es definitiv bei Kontrollpunkten zu holen. Schwersten Schwierigkeitsgrad auf Stufe 4. Und dann könnt ihr die craften. Ansonsten halt klar Countdown und die anderen Konsorten, benannte Behälter oder Summit, je nachdem eingestellt für Usinagetica. Sehr cooles Ding. So, zusätzlich habe ich das Schild genommen. Wir haben eh viele blaue Kerne drin und den gelben Kern von der Spezialisierung an sich. Das heißt, wir haben ein recht starkes Schild und können somit länger stehen. Dadurch, dass wir nah am Gegner dran sind, ist das Schild Rang 4, hilft uns natürlich nochmal bei der Survivability. Die Drohne ist einfach nur, um die Gegner ein bisschen abzulenken. Die Waffen, natürlich, ne, wie festgeklebt, absolut geile Pumpe. Mit für mich das tatsächlich das beste Item in der aktuellen Season. Super 90 in eine sehr geile Waffenkategorie und das Talent Perfekt 30, die erhalten plus 3% verstärkten multiplikativen Waffenschaden für den nächsten Schuss mit der Waffe für jede Kugel, die das Ziel trifft. Das Geile ist bei der Super 90, die Pellets sind so eng, da die treffen nahezu, nahezu immer alle. Wenn mindestens 4 Kugeln treffen, wenn ein Gegner getötet wird, erhalten sie plus 8% verstärkten Schaden auf den nächsten Schuss. Das ist ein geiler Gameplay-Loop, ein geiler Loop mit dieser Waffe. Das macht einfach nur Bock. Und zeige ich euch aber, wie gesagt, jetzt auch gleich nochmal unten am Schießstand.
Aber vorher könnt ihr euch die ganzen Werte hier von den einzelnen Items anschauen. Ihr seht, dass ihr hier dann in der Konstellation schön auf 51,8% Chance auf Crit habt, je nachdem wie hoch euer SHD-Level ist. Wenn's, wenn ihr es noch nicht voll habt, eure Uhr, dann seid ihr natürlich ein bisschen darunter. Dann schaut, dass ihr ein bisschen von den Stats her arbeitet, dass ihr, wie gesagt, die 50 definitiv erreicht. Den Rest seht ihr hier. So, wie gesagt, wir haben hier in der Heartbreaker-Variante natürlich die Sache, ihr seht, ne, wir visieren einfach nur das Ziel an und es ist markiert. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt den Kopf zu treffen. Bei einer Pumpe solltet ihr eh schauen, dass die Pellets so gut es geht den Gegner treffen. Das heißt hier entweder direkter Brust oder ja, Bauch oder Brustbereich. Und dann könnt ihr schön alles hochstecken. Ihr seht auch, dass Heartbreaker sehr, sehr schnell hochgesteckt ist. Das ist echt nice. Damit habt ihr überhaupt keine Probleme. Und seht, der Damage ist halt absolut super. Und wir haben, wie gesagt, auch noch schön die Drohne dabei, die Gegner ablenkt. Und können halt hier, dann, wenn wir in der Deckung drin sind, kurz raus aus dem Schild, mit dem Schild raus. Und können gut hauen. Wie gesagt, ich habe den Ex auf benannt eingestellt, damit ihr seht. Boss hat noch ein bisschen mehr Rüstung, ein bisschen mehr HP. Definitiv geile Sache. So, jetzt schauen wir uns aber mal die andere Variante an. So, wem die andere Variante zu viel Rüstung hatte. Er hat hier ein bisschen weniger, hier ist noch ein bisschen offensiver. Und ihr seht, dass wir hier ein bisschen was umgebaut haben. Die Variante ist, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Gatling Gun. Die braucht ein bisschen, bis die läuft. Und besonders das Brusttalent braucht auch ein bisschen, bis es sich komplett entfaltet, weil es sehr abhängig ist von Memento. Aber wie gesagt, die obere Waffenwahl bleibt wie in dem ersten Bild gleich. Zweitwaffe ist hier vollkommen egal. Ne? Lasst euch nicht eure verunsichern von der Bicon, die ich drin habe. Da könnt ihr jede andere Waffe holen. Das soll ja primär ein Bild sein, wo ihr relativ im Nahkampf unterwegs seid. Deswegen passt es. So, aufgebaut ist das Ganze mit vier Teilen Zorn des Jägers, was ein Gearset ist, das darauf abzielt, dass ihr im Nahkampf unterwegs seid und im Idealfall ne, Schrotflinten oder MPs benutzt. Wir gehen mal kurz auf das Set ein. Zwei Teile geben 15% Schrotflintenschaden und 15% MP-Schaden. Schrotflintenschaden passt natürlich mega rein. Ne? Wir spielen mit der Pumpe. Drei Teile gibt Rüstung durch Kills, was auch sehr, sehr cool ist. Und bei der Survivability hilft die 50% Lebensenergie durch Kills. Die brauchen wir nicht so sehr. Ist aber auf jeden Fall nice to have. Vier Teile vom Zornis Jägersets geben uns Spitzenpredator. Gegner im Umkreis von 15 Metern erhalten eine Schwächung, die den durch sie verursachten Waffenschaden um 20% erhöht. Wenn sie einen geschwächten Gegner mit ihrer Waffe töten, erhalten Gegner im Umkreis von 5 Metern verschwommene Sicht. Der Waffenschaden wird 10 Sekunden lang um 5% erhöht. Der Effekt kann bis zu 5 Mal gestapelt werden. Sehr, sehr cooles Set. So, das waren die Teile hier. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal auf die einzelnen Teile so ein. Die könnt ihr euch anschauen. Wir spielen hier eine bisschen andere Brust. Was ich eben schon sagen wollte, hier, wenn ihr die Jägerkinder nicht habt, die gibt es über die Hunter in New York, wenn ihr das New York DLC habt und dort die ganzen Hunter erlegt habt, dann könnt ihr dort die Kiste öffnen und habt den Jägerkiller dort drin. Könnt natürlich auch ein anderes spielen, wenn ihr ein bisschen Probleme habt mit der Crit-Chance oder euer SAD nicht so hoch ist, dann könnt ihr hier eine Cheska-Brust nehmen mit dem normalen Einschüchtern-Talent, auch sehr, sehr stark. Was macht es? In der perfekten Variante, solange sie über eine Bonusrüstung verfügen, erhalten sie jede Sekunde einen Stapel von bis zu einem Maximum von 10.
Jeder Stapel erhöht den Waffenschaden bei Gegnern innerhalb eines Radius von 10 Metern, ist es. Das ist in der deutschen Variante fehlt da einfach. Um 4%. Das ist mega nice. Sobald sie die Bonusrüstung verlieren, verlieren sie auch die Stapel. Sobald ihr Bonusrüstung hast, baut sich das Ganze auf. Es ist das stärkste Brusttalent, was wir im Spiel haben. Unter gewissen Voraussetzungen. Wie gesagt, die Bonusrüstung ist halt Pflicht, sonst baut es sich nicht auf. Es wurde auf jeden Fall nochmal gebufft. Heißt, wenn ihr ein bisschen Bonusrüstung habt, seht ihr, dass es sich deutlich schneller aufbaut. Das werden wir uns aber gleich nochmal anschauen. Beziehungsweise im Gameplay habt ihr es besser gesehen. Das Problem gleich am Schießstand ist die Sache mit Memento. Memento ist ein sehr, sehr geiler Rucksack. Einer der besten exotischen Rucksäcke, die wir im Spiel haben. Besonders für Solospieler oder wenn man zu zweit unterwegs ist, da man diese kleinen Trophäen aufsammeln muss, die auf dem Boden liegen, wenn man Gegner gekillt hat. Und die geben einem halt auch Bonusrüstung. Das lässt sich gleich nicht ganz so gut reproduzieren unten am Schießstand. Aber auf jeden Fall Memento. Was kann der Rucksack? Der ist im Rainbow-Style aufgebaut. Ihr bekommt jeweils einen Kern Waffenschaden, einen Kern Rüstung und einen Fertigkeitenrang. Was besonders den Fertigkeitenrang und die Rüstung spielen uns natürlich in die Karten, was die Spezialisierung angeht. Die sprechen wir gleich auch nochmal kurz an. Und das Talent ist Kill bestätigt. Wenn sie einen Gegner töten, verliert der eine Trophäe. Quasi, wenn diese Trophäen aufgesammelt sind, dann entsteht unten ein langer Buff und ein kurzer Buff. Der lange hält 5 Minuten. Und der kurze hält 10 Sekunden und für jede aufgesammelte Trophäe erhalten sie zusätzlich den 5 Minuten Buff, jeweils 1% Waffenschaden und 1% Fertigkeiteneffizienz und 0,1% Rüstungsregeneration. Ne? Bei 300 Sekunden 3% Rüstungsreg und 30% Waffenschaden und die Fertigkeiteneffizienz, die auf die kompletten Fähigkeiten von euch geht, ne? Also wirklich auf alles. Egal welches Attribut, das ist sehr, sehr cool. So, die Spezi, die ich hier gewählt habe, war die Feuerwand-Spezi. Dadurch, dass wir eh ganz nah am Gegner sind, macht es hier halt absolut Sinn, die zu nehmen. Dadurch bekommen wir das Stürmerschild, das schaltet man nur über die Feuerwand-Spezialisierung frei. Die zweite Fähigkeit war vollkommen wurscht, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, Hauptsache irgendwas, was die Gegner ablenkt. Ja, ansonsten können wir jetzt mal auf die einzelnen Teile eingehen. Die restlichen Werte seht ihr hier. Ihr seht, ob wir bei 50% Chance auf kritische Treffer sind. Ihr könntet den normalerweise sagen, dadurch, dass der Schaden durch kritische Treffer so niedrig ist, dass er hier komplett auf 60 hochgeht. Das würde theoretisch tatsächlich mehr Sinn machen. Aber je nachdem, die 50% solltet ihr schon erreichen irgendwie. Wie gesagt, wir sind mal kurz hier unten. Es ist recht schwierig, dadurch, dass wir den Memento-Buff nicht haben. In dem Gameplay ist es halt deutlich besser zu sehen. Deswegen würde ich euch empfehlen, da zu schauen, was wirklich abgeht. Weil uns fehlt der Buff. Uns fehlt die Bonusrüstung jetzt. Und trotzdem haut das richtig gut Damage raus. Das Ganze ist halt einfach schon an sich sehr, sehr stark. Alleine durch Zorn des Jägers. Und Schildkönigs rein, können wir da noch ein bisschen was rausholen. Aber ihr seht, so schon absolut geil und hat nur Potenzial nach oben. So. Ja, und das war's von mir, Leute. Es war so, einige hatten nachgefragt wegen dem Pumpenbild, wann es denn kommt. Jetzt sind sie da in zwei Varianten. Wie gesagt, beide Builds auch, ne? Wenn ihr keinen Bock auf Pumpe habt, könnt ihr dann natürlich auch mit einer MP spielen oder hin und her. Beides sind ausgelegt darauf, dass ihr ein bisschen im Nahkampf Gas gebt. Ne? Das Heartbreaker ist sogar noch ein bisschen flexibler. Könnt ihr auch ein bisschen auf Midrange spielen. Aber wie gesagt, ihr seid nicht dran gebunden. Ich fand die Pumpe aber an sich so geil in dem Update hier, dass die beiden Builds definitiv Sinn machen dafür. So, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Bye.